Willst du oder kannst du es nicht begreifen? Mein Job gefällt mir so, wie er ist. Ich will Jungsposten gar nicht. Und das hat mit fehlendem Ehrgeiz gar nichts zu tun. Was hab ich da eigentlich geheiratet? Ein Schlappschwanz ohne Rückgrat. Wie soll ich das denn meinen Freundinnen erklären? Mein Mann hat freiwillig auf die Beförderung verzichtet, weil er weiterhin eine ruhige Kugel schieben möchte. Wie soll ich denn das meinen Freundinnen erzählen? Sag mal, hast du sie noch alle? Was geht denn das deine stumpfsinnigen Freundinnen an? Ich glaube, ich krieg Plack. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Die hat mich von Anfang an gewarnt. Gut, dass ich das jetzt auch erfahre. Wusste ich doch, dass diese Vettel von Anfang an ihr Gift verspritzt. Meine Mutter ist nicht fett. Deine Mutter ist nicht fett. Deine Mutter ist so fett, die kannst du an Kindergeburtstagen als Hüpfburg vermieten. Hallo. So. Frau Jansen, Herr Jansen, die 60 Minuten sind um. Meine nächsten Klienten warten schon. Aber ich kann Ihnen heute etwas Positives mit auf den Weg geben. Nach fast 3 Jahren und 189 Sitzungen ist es endlich geschafft. Wie? Was ist denn geschafft? Unsere Ehe ist zerrüttet, Menschenskind. Die ist am Ende. Finito, im Arsch. Kaputt, Feierabend. Was haben wir denn geschafft? Hm? Wie jetzt Sie? Ich habe es geschafft. Ich konnte mir endlich diesen kleinen, süßen Bauernhof in der Toskana kaufen. Dank Ihrer Honorarzahlung für Ihre unzähligen Sitzungen. St. Gimignano. Ganz idyllisch. Zypressen. Ein Traum. Jetzt klotz nicht so blöd. Gratulieren wenigstens. Herzlichen Glückwunsch, Herr Doktor. Ja, das ist schon toll, ne? Wenn so ein Traum nach langer Zeit endlich in Erfüllung geht. Toskana, herrlich. Müssen wir Sie unbedingt mal besuchen kommen? Sag mal, spielst du jetzt komplett? Du kannst es doch nicht selbst einladen. Endlich mal deine dämliche Fresse. Du kannst dich doch nicht selbst einladen. Hör sofort auf, mich nachzumachen. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht leiden kann. Hör sofort auf, mich nachzumachen. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht leiden kann. Was ist schon wieder?